Weiß hier am Laden ist da uns. Oh, wobei. Oha, diese Cutscene. Hä? Aber das fängt doch erst um 10 an. Hä? Ja, lol. Jetzt bewegt man sich jetzt hier die ganze Zeit. Was war denn das denn für eine Cutscene gewesen, ey? Da ist dieser Blauwürfel einfach so hingespawnt. Einfach so. So, jetzt heißt es erstmal eine halbe Stunde hier rumschimmeln und erstmal laufen. Ja, chillig. Hätte ich das gewusst, dass ich easy hier reinkomme. Na, wunderbar. Jetzt heißt es wirklich erstmal hier eine halbe Stunde erstmal warten. Ja, perfekt. Oh oh. Es passiert schon was. Obwohl es eigentlich noch 10 Minuten sind, ne? Lol. Ey, da wird es wenigstens nicht langweilig. Aber trotzdem kann man hier krepieren, oder? Das ist ja auch voll dumm. Mal schauen. Mal schauen, wie es wird, ey. Jetzt bin ich schon ein bisschen gehypt schon jetzt hier. So, let's go. Let's go! Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und der hat einen anderen Stuhl. Okay, Explosion ist schon mal da. Was wird jetzt geschehen? Sammelt sie Kraft für irgendwas? Na, da ist sie, die Würfelkönigin. Aha. Jetzt will sie es wissen, ne? Sie macht einfach die Map kaputt. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Weitere Würfelmonster? Nee. Yo, UFOs einfach. Diese, ja, diese komischen UFOs halt. Die man schon beim letzten Event schon gesehen hat. Alter. Wir werden einfach so alle, wir werden einfach so alle drauf gehen. Ah, die kann man zerstören. Okay, also muss man diese Mini-UFOs zerstören oder wie jetzt? Jo, man merkt, die hat ordentlich Kraft. Oh, what the fuck? Jo. Ja, das ist jetzt einfach so ein Krieg einfach. Okay, gut ist ja. Oh. Jetzt haben wir keinen Schutz mehr. Verreck in der Hölle, du Vieh! Ach du Scheiße. Das war alles eine Scheinwelt gewesen. Das war quasi im Hintergrund. Das war einfach alles im Hintergrund. Ach du Scheiße, Digga. Alter. Ja, Kinder. Wer hat die Synchro dafür gemacht? Wer hat die Synchro für die gemacht? Wer? Wer? Alter, oh, hier die ganzen Würfel jetzt hier. Alter. Also krass sieht das schon hier aus. Jo, geh übertreibt halt. So Riesenmonster einfach. Ist das jetzt, steht das Live-Event einfach nur daraus, dass es einfach nur so ein riesen Raid-Kampf ist, oder was? Digga, ich muss gerade ein bisschen leise stellen, das ist gerade ein bisschen laut, Alter. Oh. Oh, wir werden reingesaugt. Nee, wir haben jetzt keine Waffen mehr. Ah, oh, perfekt, Digga, chillig. Wir werden alle sterben.
Wir werden einfach alle haushoch sterben. Ich lebe noch! Ich bin der letzte Überlebende! Okay, es sind noch 14 Leute mit mir. Es sind einfach welche gestorben. Ich lebe noch! Ihr Hunde! Ihr elendigen Hunde! Diese Realität hat endlich. Also, wenn du. Okay. Okay, yeah. Okay, die restlichen sind jetzt auch einfach so draufgegangen, I guess. Oh. Was wird jetzt geschehen? Oha, jetzt wird der Würfel ein. Dude, und die haben einfach den Würfel der kaputt gemacht. Das war der gute Würfel. Ich glaube, das war der gute Würfel. Oha. Yosu Cutscene. Als wäre es auf einmal jetzt so ein Film auf einmal. Was war das denn für eine Stimme, ey? Es war gerade richtig komisch. Oha. Agent Jones. Ach, die, ey, die war da. Überleben immer irgendwie? Diese Jones kann doch drauf gehen, Digga. Die war doch so. Die wollte uns beim letzten Live-Event wollte die einfach sterben lassen. Digga, das ist ja so eine Ratte. Das Fundament. Ja, Mann. Mach sie alle zu Brei, ey. Unmöglich. Du bist gestorben. Nee. Oh. War nur temporär. Ja. Was? The what? Hier, um mich zu retten. Und du versprachst mir, was? Ich freu mich auch. Was? Was? Das Fundament war die ganze Zeit einfach The Rock. Okay, wie sind denn was? Guter Plan. What the fuck? Be random. Be fucking random. Was? Schieß auf alle, die mich aufhalten wollen. Aufhalten? Was hast du vor? Ach, wie geil! Warte, LOL! Wie behalte ich? Aber ich muss aber zugeben, für das letzte Live-Event für Chapter 2 haben sie sich nochmal ordentliche Mühe gegeben. Etwas schneller? Ja, dann helf mir! Was denkst du, was ich hier tue? Das Fundament, ey. Das Fundament die ganze Zeit einfach. Drain the Rock Johnson, ey. Ich muss das erstmal verarbeiten. Oder die haben es halt nicht hier nur beabsichtigt gemacht und davor war es eigentlich eine andere Stimme. Oder ein anderer Charakter. Keine Ahnung. Halte sie auf! The Rock einfach, ey, das ist ja so random. Das ist jetzt ein anderes Fundament aus einer anderen Zeitschleife oder wie? Hä? Sieht auf jeden Fall etwas anders aus. Die Sieben. Und oder, naja, eher der Bewohner. Ah, das war doch der Bunker von gerade eben. Oh, jetzt dürfen wir wieder weitermachen. Let's go! Oh shit! Okay, let's go! Oh, das sind nicht alle, die dabei waren. Das sind nur so ein paar Leute. Ja, macht auf jeden Fall sehr mehr Spaß! Ich hoffe, wir werden nicht alle krepieren. Okay, Leute, Bewegung! Was ist denn das jetzt hier? Das ist wieder so ein Run wie bei der letzten Season. Also das Live-Event zumindest. Boah, der Battle Pass einfach. Ist das diese IO-Station oder was? Der Battle Pass, oh Lord, der arme Battle Pass. Dann machen wir eine Trinkpause. Versprochen. Geht's mir nur mir so oder weil ich so automatisch so nach schräg schaue? Ach, ist doch egal. Vorsicht, heiße Kanten! Okay, weiter geht's. Okay. Das ist das Epizentrum der Insel, Leute. Wir sind hier sicher. Er hat den einfachen Fistbump gegeben. Ja, Mann, Jones! Wo ist meine Waffe?
Stones. Fiel sie mir runter. In den Nullpunkt. Wow. Warum soll ich dich andauernd retten? Ja, Mann, ist halt echt so. Gut, du bist da. Und auch die Schleifengänger. Die Insel ist verloren. Die Schleifengänger. Sind das jetzt zwei Fundamente oder was? Du sicher? Ah, nee! Das ist das Fundament und das ist. Und das ist, keine Ahnung, auch wie so eine Art Besucher, aber aus Season 10, Chapter 1. Den wir als Skin hatten. Lol. CIO jetzt abgesoffen oder was? Wenn das überhaupt CIO war. Na, das ist jetzt leider ein kleiner Mini-Spoiler, das ist jetzt ein bisschen schade. Aber egal. Ja, und die Insel? Ja. Die dreht sich einfach um. Die Insel dreht sich einfach um. Aber hat das was mit der Kraft der Königin zu tun oder so? Weil die dreht sich ja nicht einfach so um, oder? Das ist echt krass. Die Insel dreht sich einfach um. Aber was ist das denn drumherum? Dschungel einfach auf dem Wasser? Ah, man konnte sich noch ein bisschen noch so umschauen. Krass. Nice. Die Würfelkönigin wurde besiegt. In your face. Und das war's mit der Chapter 2 Map. Und da ist die Chapter 3 Map. Let's go. Einfach umgedreht. Ich hätte mich noch... Okay, das bisschen bewegen bringt halt jetzt nichts so. Ey, krass. Oh, da kommt eine riesen Welle auf uns zu. Jetzt sind wir offiziell tot. Aber es ist schon mal nicht nochmal in das schwarze Loch gekommen, weil das wäre ein bisschen langweilig gewesen, wenn das nochmal passiert wäre. Eventuell existiert dann noch der Nullpunkt. Was sind das denn da unten? Ich glaube, das war's jetzt. Aber was ist das? Was soll denn das jetzt darstellen? Angezoomt wird er jetzt eh nicht mehr, glaube ich. Das ist jetzt so ein Bildschirm wie damals beim schwarzen Loch. Das wird es einfach so bleiben für die nächsten 2-3 Tage. Bis dann Chapter 3 kommt, denke ich mal. Weil ich kann jetzt hier eh nichts machen. Ja. Ich glaube, da wird jetzt nichts mehr passieren. Glaube ich zumindest. Aber mich würde schon interessieren, was das hier sein soll. Was soll das genau sein? Man kann es halt auch nicht sehen, weil das so... So ist halt nicht... Rangezoomt halt, ne? Ah, schade. Aber ich denke mal, wie ich es gerade gesagt habe, man kann jetzt hier eh nichts machen, es passiert jetzt auch nichts mehr, man hört halt nur Wasser rauschen. Es wird jetzt wie so eine Art GIF-Standbild sein für die nächsten 2-3 Tage. Bis wir dann endlich dann zur Chapter 3 Map gehen können. Deswegen, ja. Aber war ein nices Event. Hat mir trotzdem irgendwie sogar gefallen. Auch damals... Zu Chapter 1. Das Event war auch ganz nice. Aber das hier. Einfach The Walk als Fundament, ey. Ich kack ab, Digga. Oh, nee, ey. Das muss ich erstmal verarbeiten. What the fuck, ey.